Und willkommen zu einem Video. Ja, heute mal wieder aus der gewohnten Perspektive. Aber ich habe immer nachts so einen blöden Dutt und von dem kriege ich immer so ein da oben hin. Also, das ist ja egal. Ja. Nein, eigentlich nicht. Stimmt nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich habe ja gerade gesagt, heute wieder aus der gewohnten Perspektive. Aber das stimmt nicht, weil die Perspektive hat sich geändert. Weil hier ist inzwischen mein kleiner Schatz. Also der wohnt da ja jetzt seit, ich glaube 2 Monate müssten es jetzt schon sein. Ja, auf jeden Fall gefällt ihm. Und ich mag es auch. Weil ich jetzt, wenn ich jetzt hier rüber gucke, kann ich ihn direkt anschauen. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man dadurch viel besseres Verhältnis zueinander aufbauen kann. Ich kann es jetzt nicht anders sagen, aber irgendwie fühle ich mich ihm jetzt noch näher. Nicht nur räumlich gesehen. Ja, auf jeden Fall habe ich hier mein kleines Zuckerdöschen und mache mir mal ganz kurz meinen Tee fertig. Ja, und muss dann jetzt gerade so parallel mit euch reden. Okay, jetzt haben wir die Hälfte vom Zucker. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen. So, jetzt haben wir es. Entschuldigt. Ich habe Durst wie verrückt und ich habe heute noch gar nichts getrunken. Ich bin zu nichts gekommen. Ich bin auf der Zielgeraden, was mein Zimmerprojekt anbelangt. Also da ist nicht mehr so viel, was ich machen muss. Aber dafür ist das, was ich machen muss, noch relativ anstrengend. Also jetzt kommt noch, müssen wir noch ein Loch in die Tür sägen, um dann da die Kabel durchzuführen. Dann wird noch mal mein Fernseher gearbeitet, weil ich ja bis jetzt immer noch keinen Fernsehempfang habe, was wahrscheinlich an der Fernsehbüchse liegt, / am Kabel. Und oh, kann sein, dass ich da jetzt dann doch noch mal ein anderes Kabel durchleiten muss. Dann muss hier noch die Klimaanlage in die Ecke da drüben, damit dann im Sommer, wenn es dann heiß ist, dass man die laufen lassen kann. Und dann muss noch der Maler durch. So, und jetzt noch eine kleine Liste von Dingen, die fehlen. Also im Moment fehlen HDMI-Kabel für die ganzen PCs, damit ich die an die Bildschirme anschließen kann. 2 Bildschirme, weil ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe immer einen Hauptbildschirm und noch einen Nebenbildschirm. Und ich habe zu denen gesagt, es macht für mich keinen Sinn, jedes Jahr für 2-3 Monate diesen Bildschirm hin und her zu schleppen. Ich will das nicht. Und dann habe ich so zu meinen Eltern gesagt, ich wünsche mir zum Geburtstag dieses Jahr einfach nochmal 2 Bildschirme und am besten welche, die mit Mac kompatibel sind. Habe auch schon welche gefunden, die ich dann nehmen werde. Die sind von BenQ oder wie auch immer das heißt, oder BenQ oder wie auch immer. Und kosten, glaube ich, 120 das Stück und sind damit in einem relativ, finde ich, also für meine Bildschirmverhältnisse in einem sehr sparsamen Ding, weil allein meine anderen beiden haben das zusammen, gerade einer das, glaube ich, kostet. Oder nee, warte, stimmt nicht. Die haben, glaube ich, auch nur 100 irgendwas gekostet. Naja, auf jeden Fall sind die auch schon uralt und dann abgefratzt, aber es sind meine Bildschirme, also ich liebe sie. Ja, und auf jeden Fall kommen dann noch 2 Bildschirme. Einer kommt dann hier in dieses Zimmer, einer kommt in den Salon rüber, damit ich dann einfach immer bloß umstecken muss mit den Kabeln. Geht dann leichter. Dann fehlen mir noch LAN-Kabel, also fürs Internet, und wie gesagt die HDMI-Kabel. 2 Fächer für mein Regal und ja. Und dann bin ich noch am Überlegen, da muss ich gucken, wie es ist. Aber ich überlege noch, ob ich eine zweite Spider-Man-Box, wenn ich dann gerne, glaube noch 2 Boxen hier auf meinen Schrank oben drauf stellen würde. Einfach so als. Oder irgendwas, weil irgendwie ist es da dann doch. Aber ich weiß es halt noch nicht. Es ist dann. Also im Moment ist auf dem Schrank oben drauf nur, in Anführungszeichen, nur ein paar Bügel. Und ja, da muss ich halt mal gucken. Ja, und dann
wenn das alles erledigt ist. Und dann ist dieses Zimmerprojekt tatsächlich beendet. Und hat dann tatsächlich fast, oh mein Gott, wenn ich den Maler jetzt rein hypothetisch im August, wenn der im August kommt, dann hat es von Anfang bis Ende ein Jahr gedauert. Aber zur Verteidigung meines Projektes, ich hatte auch dazwischen, hatten wir Leerzeiten, wo nichts passiert ist. Also nicht so unklar. Also es war nicht wirklich ein ganzes Jahr im Sinne von, aber wir haben dann in meinem Zimmer haben wir dann also fast 9 Monate, glaube ich. Aber ich könnte es jetzt nicht genau 100% sagen, haben wir da gearbeitet. Was das Zimmerprojekt aber noch beinhaltet und was tatsächlich auch noch Teil dieses Ding ist, ist, dass wir das Wohnzimmer umräumen müssen, weil da sind jetzt Sachen, die von mir drin sind, Sachen, die von meiner, also die 2 braunen Schränke müssen noch und ja. Was vielleicht bei mir im Zimmer tatsächlich bleiben wird, ist jetzt Mamas Bettenkiste, weil die ist gar nicht so unpraktisch, weil ich immer, ich habe immer mein Handy und ich gehöre zu den Menschen, ich habe die Paranoia, also wirklich die Paranoia auch ohne Ende, dass wenn man mein Handy theoretisch neben einen DVD-Player oder ein elektrisches Gerät drauflegt oder nur zu nahe dran, dass das Handy dann das Gerät kaputt macht. Und wenn ich diese Paranoia habe, bin ich dann froh, wenn diese Kiste da ist, weil dann kann ich da die Sache, kann ich mein Handy irgendwo mal ablegen oder auch mal einen Korb oder wie auch immer. Also es ist einfach eine ganz praktische Ablagefläche. Aber das muss man dann sehen. Was vielleicht auch noch kommt, ist ein Licht so an der Schreibtisch, aber das weiß ich noch nicht. Oder ich hätte, glaube so, ich habe so eine schöne Lampe gesehen, die man so ans Bett machen kann und ich glaube, die hätte ich gerne. Also so als Leselampe. Aber das ist noch so, da muss ich mal mit meiner Mom reden, was sie davon hält, wenn dann da so eine Lampe ist. Und was ich auch noch entdeckt habe, hinter meinem Bett, wo ich schlafe, gibt es eine Steckdose und ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir da jetzt nicht doch noch eine Steckdosen, also so ein Ladeding für meinen iPod, weil inzwischen geht es mir so auf den Keks mit meinem Powerbank da zu arbeiten, weil die ist eigentlich echt nur leer und der iPod, der, also da fände ich jetzt eine Steckdose, also so ein Ding, wo ich die Steckdose tue, Dreifachstecker, also für USB-C, USB und USB-A und Lightning, also das sind insgesamt dann 3 Dinger. Sorry, ich war gerade ein bisschen wirr. Glaube ich, finde ich besser, aber auf der anderen Seite finde ich es auch nicht so die ganz gute Idee. Aber wiederum andererseits, wenn ich dann sowas wie ein Wandhängesmiley hätte, wo das Kabel drin ist, dann ist es wieder cool. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber das ist so eine Sache, die muss ich dann, wie das ist dann in einem anderen Zimmer, wo ich dann noch so arbeiten möchte. Weil ich mache es mir so langsam ein bisschen bequemer. Weil ja, wenn es das Haus ist jetzt unser Haus und deswegen, ob so oder so, bleibt man hier jetzt erstmal eine ganze Weile und dann möchte ich auch, dass es schön und bequem ist. Und ja, deswegen so ein paar Sachen gibt es noch. Leo sieht gerade etwas beleidigt aus, aber das ist eben, weil er, es sind noch so Sachen, die er wo sich ein bisschen umgewöhnen muss, wo ich mich aber umgewöhnen muss. Boah, ja. Ja, sonst gibt es eigentlich gar nicht so groß was zu erzählen hier. Ich meine, hat sich nicht so viel getan. Ja, gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr noch Ideen habt. Ja, eins habe ich vergessen. Es gibt noch die Lichtkette, die aus Wölkchen besteht. Da weiß ich noch nicht, wo ich die hin tue. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich den hier so um den Schrank rum mache, so als süßes Gadget. Oder da an dem Friss entlang. Aber das sind Sachen, die muss ich dann wirklich, wenn es dann soweit ist, erstmal überlegen und muss noch mit dem Maler drüber reden, ob man das überhaupt machen kann. Also ob ich dann einen kleinen Nagel reintun kann, um das aufzuhängen. Mir fällt gerade auf, nein, kann ich nicht, weil es mir, allein der Gedanke, da bin ich gerade bei mir so. Ja, und ja,
Das war alles. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr noch Ideen habt oder was ihr so bei euch in eurem Zimmer habt, so als Ideenanregung. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an ibell.readmedia@t-online. Nee, at. Gott. Outlook.de. Oh Gott. War das jetzt die richtige E-Mail? Elena.riedmeier@outlook.de müsste es sein. Oh Gott, ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare und tut mir leid, ich bin etwas so. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.